Aloy, deine Taten wiederholen die alten Geschichten. Noch ein Metallteufel, der auf den Berghängen vernichtet wird. Du hast uns gerettet. Benutze aber auch du nie einen Trank, oder? Was sonst niemand konnte. Diese Stärkungstränke? Nee, ich denke ja nie sowas. Ich bin immer zu geizig, die zu nutzen. Und dann denke ich mir immer so, hättest du vielleicht doch mal gemacht. Genesungstränke nutze ich nur, wenn der Medizinbeutel leer ist. Im Moment aber. Das war nur ein Kampfwahl. Es kommen noch mehr. Ich verstehe. Solange du uns im Kampf unterstützt, werden wir es schon schaffen. Wie viele haben den Angriff überlebt? Fast alle Stammmütter und viele Familien, Göttin sei Dank. Aber Krieger? Nur ein paar. Die meisten sind verwundet. Niemals zuvor hat ein Feind unser Volk so sehr ins Herz getroffen. Sogar die Kaja sind bei ihren Raubzügen niemals ins Becken hineingelangt. Tja, dieser Feind ist zwar hineingekommen, aber nicht wieder hinaus. Wir sorgten dafür. Erzähl mir von dem Angriff. Was ist passiert? Sie kamen von Osten. Unsere Wachposten sahen, wie sie anrückten. Sagten, sie marschierten mit Todbringern und Verderbern und anderen Maschinen, alle verrückt. Wir stellten uns auf, empfingen sie mit einem Pfeilhagel. Manche fielen, aber längst nicht genug. Schließlich zogen wir uns zu den Toren zurück, zur Verteidigung. Doch es waren zu viele. Wer überlebte, floh zum Berg zurück. Ja, aber die glauben doch nicht wirklich, dass wir am Anfang gegen die ganzen Sägezähne und Todbringer und so kämpfen. Kannst dir gleich das Teil für die Tür besorgen. Ja. Also Schutz im Berg? Das habe ich mir schon gedacht. Aber es dürfen ihn doch nur Stammmütter betreten. Tirsa brach das Tabu. Sie befahl dem Stamm im Berg Schutz zu suchen. Ja, ach, Landsrat, warum auch nicht? Sie wollte das nicht. Aber ich glaube, sie hat niemand gehört bei dem Kampfgeschrei. Dann hätte die draußen bleiben sollen. Gut für sie. Der gesunde Menschenverstand hat sich durchgesetzt. Bist du schwer verletzt? Bleibt kein Knochen. Lang gebrochen. Sing mir kein Jägerlied vor, Val. Bist du okay? Mir tut alles weh. Aber am Kämpfen wird's mich nicht hindern. Dann ist ja gut. Ich muss in den Berg hineingehen. Die Stammmütter werden dich sehen wollen. Bestimmt. Aber dafür bin ich nicht hier. Dann, wofür? Du wirst sehen. Für die Energiezelle. Nur deswegen. So, dann bin ich mal gespannt. Hallo? Keine Karte? Ja, dann schaue ich mich erstmal um. Was haben wir denn hier so? Hier sehe ich keine Energiezelle. Wirklich? Oh, der Göttin sei Dank. Ich hoffe, ich verlaufe mich hier nicht. Bin schon wieder zurück. Hier scheint auch keine Energiezelle zu sein. Boah, die mich hier wieder rausschmeißen, schnapp ich mir die. Nö. Na, lass mich doch mal durch hier. Aber hier scheint es auch nicht zu sein. Na, komm, Kinder. Ihr steht mir im Weg. Okay, hier war es wohl nicht. Hier vielleicht nochmal gucken. So, schauen wir uns hier nochmal um. Da! Da ist was. Ist sie das? Yes! Wir haben sie gefunden. Eine Energiezelle. Nice. Ich brauche nur noch eine, um an diese alte Rüstung heranzukommen. Nice, nice, nice. Jetzt können wir eigentlich wieder gehen. Weil, das war das, weswegen ich hierher gekommen bin. Tschüss. So ungefähr stelle ich mir das jetzt vor.
Ja, sehr gut. Dann gehen wir mal weiter hier. Du bist zurück. Oh yes, ich bin wieder da. Tap? Tipp und Tap. Aylor, also, bist du nun zurückgekehrt? Nicht nur zurückgekehrt. Sie hat sich dafür durch viele Feinde kämpfen müssen. Draußen hat sie eigenhändig einen Donnerkiefer erledigt. Sie hat uns gerettet. Wie konnte sie das denn? Durch den Willen der Urmutter. So ungefähr, ja. Bist du hier, um mit der Göttin zu sprechen, Aloy? Ja, könnte man so sagen. Ich glaube, diesmal klappt es. Schwestern, das dürfen wir nicht erlauben. Ihretwegen steht unser Stamm kurz vor dem Aussterben. Ich wusste, dass sowas kommt. Was, wenn sie ihren Vater wecken will, den Metallteufel? Sie wird uns alle dadurch vernichten. Wir müssen sie aufhalten. Mir reicht schon, wenn ich dich dadurch vernichte, Alte. Ich kämpfte mich durch eine Armee, während du in dieser Höhle hocktest. Und du willst mich stoppen? Aloy, das ist nicht notwendig. Woher weißt du denn, was notwendig ist? Was es mich gekostet hat, hier zu sein. Jetzt, in dieser Höhle. Es ist mein Geburtsrecht. Ihr werdet es mir nicht noch einmal wegnehmen. Identiscan wird durchgeführt. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Was? No. Korrektur. Alpha Registry wiederhergestellt. Nice. Okay. Genetische Identität bestätigt. Easy. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Willkommen bei Elyptia, Zelle 9. Du bist also drin. Oh yes. Ich hoffe, dass du dich meldest. Sollen wir anfangen? Ich habe nie aufgehört. Mit anfangen. Na. Womit anfangen, Herr Silence? Was haben wir hier? Hier war es also. Hier wurdest du geboren. Oh yes. Aber warum? Um Hades aufzuhalten? Würde ich jetzt mal so spontan vermuten. Vielleicht weil Hades Gaia die... Der Tag ist jetzt vorbei. Du meinst, das Licht geht aus. Ich will nicht ins Bett, Mutter. Ich weiß. Aber ihr müsst euch jetzt ausruhen. Die Wiegen der Ursprungsanlage. Ich bin der König, was ich sage gilt. Dinger. Warte mal. Die Multisavitoren. Wir haben sich um sie gekümmert. Es war niemand anders da. Warte mal. Was ist, wenn Hades der Gaia einfach die Steuerung nicht wieder zurückgeben will und die Gaia sich deswegen gedacht hat, ich reproduziere die DNA der Frau, die mich aufgezogen hat, der ich am meisten vertraue, Elisabeth Sobek, um ihn aufzuhalten. Und das sind wir jetzt. Das klingt für mich logisch. Eines Tages? Das sagst du uns jedes Mal. Wir wollen jetzt. Da ist viel Platz. Jetzt, Vater. Kinder, der Bereich ist noch nicht verfügbar. Auf ihn! Physische Aggression festgestellt. Und hier... Haben sie gelebt? Ich muss euch leider entlassen. Alles aber ist kaputt warum oder beschädigt. Es gibt hier keine Wie lange Nahrung haben sie hier gelebt? Und da draußen ist welche? Wir wissen es. Los, kommt, wir gehen! Ich weiß nicht. Mutter, können wir zurück?
wenn uns kalt ist? Kinder, jetzt lauft und springt und tobt euch aus. Lass uns in Ruhe fahren. Tja, das ist eine gute Frage, ne? Wie lange haben die hier gelebt, bevor das alles vor die Hunde gegangen ist? Lass uns reden. Verschwinde! Tut mir leid, Kinder, aber ich muss euch verhaufen. Sie haben sie nicht mehr gemacht. Sie hat sich nicht für sie geöffnet. Natürlich haben sie sie gehasst. Ben, aktivieren. Das ganze Leben lang. Die weite Freiheit immer vor Augen. Was ist schiefgelaufen? Warum konnten sie nicht in die anderen Bereiche hinein? Keine Ahnung. Aber du wirst dieses Problem nicht haben. Ja, glaube ich auch. Was war das hier genau? Der Traum von Apollo, der nie wahr wurde. Aber warum nicht? Die Wissensdatenbank. Ja, man alles hätte lernen sollen. Irgendwas ist schiefgelaufen bei diesem eigentlich ziemlich guten Plan. Zugriff dringende Mitteilungskontrolle. Elizabeth. Es ist zu einer unvorhergesehenen und katastrophalen Anomalie gekommen. Vor 3 Mikrosekunden wurden Daten unbekannten Ursprungs an die Gaia-Prime-Anlage übertragen. Dadurch kam es zur Umwandlung meiner untergeordneten Funktionen in ungeregelte, selbstbewusste Einheiten von sehr chaotischer Natur. Was? Die Hades-Funktion ist aktiviert und wird jetzt das Terraforming-System kontrollieren. Mit umgekehrtem Ziel. Das Aussterben erfolgt innerhalb von 53,8 Tagen. Aus offensichtlichen Gründen muss ich dem Einhalt gebieten. Bevor Hades die Kontrolle übernimmt, weise ich den Gaia-Prime-Reaktor an, zu überladen. Die resultierende Explosion zerstört Hades. Allerdings wird sie zugleich auch mich zerstören. Oh no. Das ist also passiert. Diese verzweifelte Maßnahme wird die unmittelbare Krise zwar abwenden, doch das Leben auf der Erde bleibt in hohem Maß gefährdet. Ohne übergeordnete Intelligenz zur Steuerung des Terraforming-Systems werden zwar weiterhin Prozesse ausgeführt, aber mit der Zeit immer unstrukturierter, bis das System zusammenbricht. Meint sie, damit die Störung? Wahrscheinlich. Du bist meine Lösung. Ich habe diese Ursprungsanlage angewiesen, aus eingefrorenem Genmaterial eine neue, zweite Instanz von Elizabeth Sobeck zu erschaffen. Meiner Schöpferin. Wusste ich doch. Während mir die Richtlinien die direkte Kommunikation mit den Stämmen außerhalb der Anlage strengstens untersagen, weisen alle verfügbaren Daten darauf hin, dass sie dich bis zur Reife großziehen werden. Worauf dir dein Genabdruck Zugang zu dieser Anlage verschaffen wird. Bis du dir mit einem der unten gelagerten Fokusse diese Nachricht ansiehst. Dein genetischer Abdruck gewährt dir auch Zugang zu anderen Anlagen, wo du später mit ihren Technologien den Systemkern neu aufbaust und Gaia neu startest. Mhm. Ein Moment, Elizabeth. Dies ist äußerst unerfreulich und unerwartet. Als Reaktion auf meine Selbstzerstörung hat Hades einen Virus freigesetzt, der die Codesperre aufsprengt, die alle von ihnen halten soll. Oh no. Sie sind auf der Flucht. Aber wohin? Der Virus beschädigt Daten im gesamten System. Wenn... Oh. Die Alpha Registry der Ursprungsanlage wurde ebenfalls beschädigt. No. Doch in diesem Fall wird sich die Tür nie für dich öffnen. Ah, okay, und das haben wir jetzt verhindert. Sehen. Ich habe versagt. Das Leben wird enden. Nein. Nein, Elizabeth, ich kenne dich zu gut. Ich weiß, du wirst einen Weg finden. Durch dich wird alles möglich. Geh zu den Ruinen von Gaia Prime. Finde den Kontrollraum und darin die Masterüberbrückung. Sie wird dir die Macht geben, Hades zu löschen, sofern du diese Macht einsetzen kannst. Versuche nicht, den Systemkern zu reparieren, bevor Hades beseitigt ist. Okay. Hades muss zerstört werden. Okay. Das ist alles. Ich möchte nur noch einmal deine Stimme hören. Ja, war ich doch ziemlich... lag ich doch recht richtig mit meiner Vermutung von vorhin. So. Du bist noch außergewöhnlicher, als ich dachte.
hatte nie eine Mutter. Was redest du denn da? Du hattest zwei, eine Tote und eine Maschine. Ich bin kein Mensch. Nur ein Instrument. Hergestellt von einer Maschine. Geboren in Feuer und Zerstörung. Um die Welt zu retten. Das Feuer zu löschen und die Welt zu heilen. Wie tragisch, du bist eine Person von äußerster Wichtigkeit. Du hast wohl ein Schicksal zu erfüllen. Wenn du mit dem Selbstmitleid fertig bist, reise zur Bitterklamm. Ich werde dort in Gaia Primes Ruinen warten. Okay. Ei, ei, wir haben eine Mission. Aber zuerst schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Von hier kamen wir. Identity-Scan-Fehlfunktion korrigiert. Telufia 9, Route 1, Zugriff freigeschaltet. So, müssen wir hoch, ne? Okay, darüber. Das wird bestimmt interessant. Was meinst du damit? Wenn wir da rauskommen? Hört, hört. Vergib mir! Die Göttin sprach zu dir? Das stimmt. Was hat sie gesagt? Dass ich geboren wurde, um einen Fluch zu brechen, den Metalldämon töten. Wie, Aloy? Wie? Ich weiß es nicht. Aber sie sagte mir, wo ich es erfahre. Und wirst du es tun? Nee. Wir haben jetzt, was wir wollten. Wir setzen uns jetzt zur Ruhe. Sie erschuf mich dafür. Ja, ich werde es tun. Ich versuch's zumindest. Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Gelobt sei Aloy! Hört auf mit der Kacke! Stopp! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Er ist Ausgestoßene! Jetzt das? Ich will nicht verehrt werden! Ich bin nicht die Gesalbte. Ich gehöre nicht zu euch. Es gibt eine ganze Welt, die hinter euren Grenzen liegt. Stämme, die genauso gut sind wie ihr. Und sie sind alle in Gefahr. Es lohnt sich, für sie zu kämpfen. Nicht nur hier. Überall. Wie können wir helfen? Wenn ihr kämpfen könnt und wollt, geht nach Meridian und wartet auf mich. Jawohl. Wie Aloy sagt, so soll es auch sein. Nora, macht Platz! Macht Platz, auf dass sie den Weg bahnt, dem andere folgen werden. Ehrlich, sowas Heuchlerisches, ey. Nun gut. Aber wir Nora bleiben standhaft. Sie sind es, die eines Tages vergessen sein werden. So. Die Gesalbte wird alle Zeichen der Verderbnis. Jetzt haben wir also aufgeklärt. Jetzt geht's darum, Hades aufzuhalten. Und ja, dann würde ich sagen, das hier auch irgendwann mal wieder aufzubauen, ne? Begib dich zur Bitterklamm. Ja, ich glaube, viel bleibt uns da sonst auch nicht mehr, ne? Alte Fallen, Waffenlager, da kommen wir noch nicht hin. Dafür brauchen wir noch eine Energiezelle. Wo ist denn die Bitterklamm? Hier, Bitterklamm? Da ist Bitterklamm. Okay. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon hin sollten. Was ich weiß, ist, ich will jetzt speichern.
Dafür müsste ich erstmal dahin, ne? Machen wir, können wir kurz laufen. Weil speichern, denn ich hatte ja schon gesagt, heute nur so bis 12. Das Timing passt gerade sehr gut. Und ich hoffe, die ganzen Maschinen und Kaja sind jetzt weg hier. Die wir so tapfer umgangen sind. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Lass uns mal gucken. Zwei Fertigkeitspunkte, ne? Wir brauchen drei hierfür. Okay. Feigling? Nein. Quatsch. Das war clever. Man spielt mit Köpfchen. Feigling, also sowas. Nur weil ich zu clever für die bin. Das Lagerfeuer müsste hier vor dem Tor sein. Wir machen an der Stelle dann am Donnerstag weiter. So, wir speichern jetzt. Und Feigling, sowas will ich nicht. Du hast ja recht. Du hast ja schon recht irgendwie, ne? So, ich will sagen, das machen wir als nächstes. Ich würde sagen, das Ende vom DLC bewahren wir uns vielleicht für den Schluss auf. Immerhin sagt er hier Level 50 und wir sind jetzt Level 44. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Auf jeden Fall war es das für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag. Genießt nochmal den Tag, bevor es morgen wieder an die Arbeit geht. Ich weiß, nicht alle haben Feiertag. Trotzdem, an die, die keinen Feiertag haben, hoffe ich, habt ihr euch den Tag gleich überstanden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.